interessanterweise ein komplettes Video gewidmet. Sag mal, will die mich eigentlich verarschen, die Alte? Warren hat mir auf jeden Fall ein komplettes Video gewidmet, meine Freunde. Und dieses Video werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar, wenn jemand Fisch statt Fisch sagt, das klingt komplett nach mir. Let's go. Schauen wir mal rein. Könnten Support Siebburg, Gerald Lied, mein Name. Wie muss ich Ihnen weiterhelfen? Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne eine Beschwerde einreichen. Um welches Produkt handelt es sich? Um den Rahmspinat mit eingelegten Schokosticks und dem Fisch. Mit dem was? Der Rahmspinat. Nein, was hatten Sie gesagt? Mit dem Fisch? Fisch, meinte ich. Der Fisch, ganz klar. Wo kann man da jetzt zufälligerweise, also ganz ehrlich, Leute, wo kann man bei der Jause jetzt hier ganz kurz, wo kann man da bitte einen Joke draus machen? Es ist ein Hype-Train. Hype-Train kommt. Ja, besser ist es. Dann mal jetzt hier... Reinzappen, Alter. Ja, was für Fisch. Nicht Fisch. Wie leckt? Es leckt nicht. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es leckt. Das Video ist gerade pausiert. Hirsch? Fisch, Mensch. Ach, Fisch meinen Sie? Genau, mit dem Fisch, ja. Was ist denn damit? Ja, und zwar hatte ich in meiner Packung Milchklumpen drin. Bitte was? Milchklumpen, ein Klumpen... Bro, ich schwöre, ich rede ja genauso. Ich rede ja einfach genauso. Aus Milch. Sie meinen Milchklumpen? Ja, genau. Okay, kurze Frage. Sie sagen Fisch, aber gleichzeitig Milch. Ja. Ja, und warum machen Sie das so? Ich spreche schon mein Leben lang so. Also wollen Sie mir gerade sagen, dass Sie schon Ihr Leben lang der deutschen Sprache nicht mächtig sind? Was? Warum lassen Sie das Essen Fisch weg und packen es bei Milch mit rein? Warum ist das denn so relevant für Sie? Sie haben völlig recht. Also es geht um einen Milchklumpen, sagten Sie. Ja, genau. Und warum sind Sie sich so sicher, dass es sich um einen Milchklumpen handelt? Ja, mein Cousin hatte da auch nochmal nachgeguckt. Sie meinen Cousin? Was? Sie haben Cousin... Es heißt Cousin, es heißt Fisch, es heißt Milchklumpen. Mein Gott, Alter. Hör auf, dich darüber lustig zu machen, Varion, Alter. Sonst muss ich hier ganz kurz... Ey, ich schwör's euch, Leute, ganz ehrlich. Ich hab diese Puppe... Ich hab's ja nicht umsonst, ne? Hab's ja nicht umsonst. So ist es ja nicht, Junge. Varion, Alter. Das ist eine Sprachbehinderung, die ich hab, Junge. Das ist eine gottverdammte Sprachbehinderung, Alter. Und ich kann da nichts für. Kann da nichts für, Mann. Junge! Denn gesagt, nicht Cousin. Warum spielt das alles für Sie so eine große Rolle, Mensch? Ah, interessant. Also Mensch sprechen Sie dann richtig aus. Wie? Mensch! Ich rede genauso! Bitte? Naja, Sie sagen zum Beispiel nicht Mensch. Richtig. Ich hab ein paar Fragen an Sie. Was sagen Sie zu Kirche? Na, Kirche. Und zu Kirche? Kirche! Kirche? Na, Kirche. So was Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Das ist das Gleiche! Langsam reicht mir das mit Ihnen hier. Reicht, nicht reicht. Könnte ich vielleicht mit einem anderen Mitarbeiter reden? Es tut mir wirklich sehr leid, aber... Kilske, danke für diese Donation von 1000 Bits. Jetzt hier gerade so ein Hype-Train drin. Bin jetzt überfordert mit. Alle anderen Leitungen sind momentan belegt. Sind Sie gerade der einzigste freie Mitarbeiter, oder was? Entschuldigung, das heißt einzige, nicht einzige. Ich greife gleich durch. Okay, einzige bin ich bei dir, Alter. Da könnte ich auch zwischendrin mal richtig ausrasten, Alter. Aber ganz ehrlich, Junge, ganz ehrlich, bei Fisch und Fisch, das ist, also, tut mir leid, Fisch, Tisch, das ist alles, nee, das ist ein Dialekt und ich muss mich dafür nicht schämen, Alter, ich muss mich dafür nicht schämen, ja? Zwischendrin kann man auch mal so reden, zwischendrin. Hört auf damit, verdammter Scheiße, hört auf! Das Handy und hau Ihnen das Facebook. Hätten Sie sich ein bisschen gewählter ausgedrückt, hätte ich Ihnen auch schneller helfen können. Sie wollen mir doch gar nicht helfen, sondern machen sich nur lustig über Warum mich. Warum sagen Sie jetzt zum Beispiel machen und nicht maschen? Nee, Alter, ich guck, ob ich noch einen anderen Mitarbeiter kriege. Das kann doch nicht sein, dass da nur ein Mitarbeiter ist, Mann. Ich bin auf 180, Alter. Kundensupport Südburg. Patrick Immel, mein Name. Schön, dass ich doch noch mal jemand anderes erreiche. Vielleicht tun Sie mir ja weiterhelfen. Entschuldigung, jetzt. Sie meinen wahrscheinlich, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ja gut, vielleicht tun Sie mir weiterhelfen und so ein Scheiß. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind grammatikalische Fehler. Das ist genauso wie wenn ich sage, der Einzigste, das ist Schwachsinn. Aber ganz ehrlich, Alter. Ganz ehrlich, alles andere, Leute. Alles andere, da bin ich raus. Bei allem anderen bin ich raus und ich verstehe es nicht. Und ich bin der Meinung, dass das, wie ich spreche, das ist richtig so und das gehört sich so. Ganz. Dieser Scheiß-Chat! Ich hasse ihn! Scheiße, Mann. Nicht, vielleicht tun Sie mir weiterhelfen. Da kann ich meinen Kollegen nur beipflichten. So was Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Ja, stark, tolles Video, Varion. War bis jetzt großer Fan, ab jetzt nicht mehr, so.